dass zum Beispiel die B87 ausgebaut wird, sodass die Fahrzeit kürzer wird. BMW oder DHL, die sind ja auch mit dem Zug schwer erreichbar. Wir haben ja etwas erhöht bekommen und jetzt sind wir sehr zufrieden. Man kann nicht meckern drüber. Und vielleicht nächstes Jahr, dass wieder mal eine Erhöhung kommt, ich weiß es nicht. Wir haben 4 Kinder im Alter zwischen knapp 6 und 16 Jahren. Wir geben in Deutschland viel zu wenig Geld aus für Bildung. Ich weiß, das ist sehr vieles, es ist ein großer, großer Posten. Ja, für Nordsachsen möchte ich im Bundestag bewegen 3 Sachen vor allen Dingen, ganz wichtig. Zum einen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland, wie auch hier vor Ort. In Straße B87N, Ortsumfahrung Wilaune, B169 im Oschatzer Raum. Zweitens für mich die medizinische Versorgung sichern, vor allem hier im ländlichen Raum. Wir brauchen Ärzte in der ganzen Fläche, in der ganzen Breite. Hier will ich Anreize mitsetzen, dass auch vor allem junge Ärzte wieder hierher in die ländliche Region kommen. Und der dritte Schwerpunkt ist für mich ganz klar die Förderung von Familien. Die Familien sind die Keimzelle unserer Gesellschaft. Also ich habe ganz klar und deutlich gesagt, wer eine zukunftsorientierte Politik unter der Führung von Angela Merkel möchte, der muss am 22. September 2 Stimmen der CDU geben.